Wir haben auch Austern hier. Ne? Esst ihr gerne Austern? Ja, sind auch gut, aber du musst doch mal die ich da habe. Und die hole ich mir immer in eine Nummer kleiner, weil in eine Nummer kleiner sitzt stramm und dann kannst du da wirklich gut. Ich mag diese Gummi nicht so gut. Was ist denn so? What did you say? Ja. Huh? Please help, please help. Ach so. Laufen. Wie alt ist die? Schatz, wie viel willst du nur ausgeben? 100 habe ich gesagt, nicht mehr. Da muss ich ja mal hier. Ich bin ein armes Schwein hier. Ich bin der, der die Kohle rausrückt, verstehst du? Hier, dann wenn du für Kokoschmusch das mitnehmen willst, dann. Pyjama ist voll im Trend, ne? In Berlin auch. Ja, kein Problem. Gehen zum Einkaufen mit dem Pyjama in der Zeit. Also ist weltweit anscheinend der neue Trend. Ja, aber in Berlin geht sowieso alles. In Berlin gibt es auch keinen, der irgendein Problem macht oder so. Ich will dich jetzt wieder stören. Deine Frau hat vorhin Schal gehabt. Wo hat sie das geholt? Schal? Nein. Ja, diese Schal. Ja, diese, wo sie ihre Bikini hatte. Sie hat sowas gekauft. Sarong. Wo hat sie das gekauft? Sowas möchte ich haben. Komm mal an. They have it here? Oder? Schauen wir mal, red Deutsch, genau. Was ist denn das hier? Das ist die James Bond Katze. Ist die Katze. Die Katze. Das ist die Katze von GoldenEye hier. Die hat mal eine auf die Nase gekriegt, so wie es ausschaut, oder? Ja? Die hat eine Boxernase, du. Wirklich hier Liverpool-Fans, da haben sie wieder ein neues Liverpool-Gemälde. In Panyi Village. Ich habe von meiner Oma noch echt Perlen. She has from the grandmother, she not wear. Aber es sind echte Perlen. Where is the iced coffee? Da hier irgendwo. Wie viel? Nee. 30. Genau. Ja. Gut. Üben. Muss ich Deutsch üben? Ja, dann ich hoffe. Reden wir nur noch Deutsch mit genau, dir. Genau, das ist eh das Beste, Deutsch mit dir sprechen. Nein. Doch, doch. Nein. Ja, ja. Wird Zeit, dass du wegen Deutsch nimmst. Meine Tochter kann richtig gut Deutsch sprechen. Die spricht gut Deutsch, ja. Ja, die spricht ja ohne ja, also Dialekt. Thomas, a big good time. Put Thai Gang. Aloy, aloy. Aloy, aloy. Put Thai Gang mag nicht neu. Ja, wir alle, sind wir alle beisammen oder was? Oder fehlt noch jemand? Kaffee oder wegen Eis oder so? Das hier gibt es nicht. Dann so abzocken, wie diese großen Bosse, Amazon und so weiter, mit den Milliarden und so. Was machen die denn da? Da haben wir frischen Fisch. Makrele. Das schaut ja aus. Schaut von Weitem aus wie Leberkäse, aber es ist Toast. Ja, so ist es hier sehr leer. Die betteln einen natürlich an oder versuchen halt was zu verkaufen. Betteln will ich jetzt nicht sagen, weil da ist natürlich wenig gelaufen. Hier haben sie aber Durian, das ist auch schön.
und wollen natürlich versuchen natürlich Geschäft zu machen. Und wir haben jetzt auch zwei so Kokosnuss-Emaillierte gekauft. Sehr schönes Mitbringsel, ist echte Handarbeit, kann man nur empfehlen. Und ja, jetzt hoffen die natürlich auch, dass es langsam wieder ein wenig losgeht, dass sie ein bisschen was verkaufen. Man sieht ja, wenn man hier durchläuft, das ist ja voll auf diesen Massentourismus ausgelegt. Ja, geh doch schnell dahinter. Ist ja gleich da. Du weißt ja, wo das Boot ist. Da könnt ihr euch ja nicht verlaufen. Na, dahinter geht es jetzt zur Moschee. Gut. Panyi Village, da ist ja auch dieses Fußballstadion von Fuck You Goethe oder wie der Film hieß. Da war ja auch, die haben auch mal hier einen Teil gedreht wohl. Welcher Teil von dem Film, weiß ich nicht. Ja. Einige dabei, die sind künstlerisch echt geil. Da muss man ein wenig schauen. Also ich habe mir zwei ganz schöne für mich jetzt gekauft. Jeder hat ja einen anderen Geschmack. Das finde ich auch nicht schlecht da. Komm schon, wir kaufen unsere Ehren hier. Genau, das ist doch schön. Reicht aus, ne, von Ehering. Oder möchtest du Diamanten? Nee, nee. Doch, einen kleinen Diamanten. Einen kleinen Diamanten. Alles aus Diamant. An jedem Finger ein Diamant. Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Meine Frau, ich habe ja auch an den Ehering, den hat es mir natürlich in den 20 Jahren öfters mal hinterhergeschmissen, wie das halt so ist. Normal, ne? Schön, momentan 100 Baht so ein Ding, finde ich, ist okay, weil es Handarbeit ist. Da schätzt sich ja einer hin und macht es mit der Hand. Das ist ja kein maschinelles Produkt. Ne? Das ist schon sehr schön. Das sind beide wirklich schön. Keine Ahnung, wie lange man dafür braucht. Dann holt es einer. Und dann wurde es emailliert oder was? Oder? Hä? Lackiert, denke lackiert? Ich. Mal. Das ist lackiert. Das ist Acryl, da kommt hundertprozentig. Aber trotzdem ist es ja alles ja, Handarbeit. Solange, ne? Solange du den einfach nur mit ja, aber, leicht feucht auswischen würdest. Aber schau, das da haben sie ja so Muscheln mit rein. Das ne? Musst du als Deko nehmen. Also als Deko, da, ja. Anders geht's dann. Bob, irgendwas rein. Also das mit den Elefanten, ha? Schon schön. Ey, der sieht ja cool aus. Hm? Guck mal, Schatz. Wow. Also für 100 Baht macht man da keinen Fehler. Normal haben sie die früher für 2,50 immer verkauft. Aber die sind natürlich jetzt die alle schon eingestaubt. War ja keiner mehr da. Also das finde ich sehr schön. Wenn dann wohl die. Willst du zwei? Eine für Fickerdeck und eine für. Das ist als Deko. Bei mir, das ist, bei mir ist das so, ein Gebrauchsgegenstand. Und dann ist es als Deko und sagst du, das war was in Thailand und dann kannst du als Deko. Möchtest du das haben? Ist für Antalya. Ja. Kannst du machen. Eine. Für Antalya, damit die auch ein bisschen. Rein, ne? 100. Ne? Ja. Ich hab ja bloß hier. Ja, ja, gut, einge. Kopf und Karp. Ja, brauchst du Plastiktüten oder? Nein, ich denke. Das ja. Schön. Also, Plastik ist Müll. Ja. Hier also, ist so viel Müll schon. Ich finde es ja immer schön, Handarbeit. Da hat man wenigstens was Individuelles. Das gibt es nur einmal. Ne? Das kannst du zum Beispiel Anteile auch im Regal. Genau. Also schön machen, dass das richtig schön aussieht. Also so eine Sachen. Kaufe ich auch immer, was Handarbeit ist. Den Rest kannst du vergessen. Okay, Karp. Ja. Er macht hier wirklich eine schöne Handarbeit. Tolles Boot hier. Super schaut es aus. Longtailboot, ja, Longboot. Kai Duai? Taurai? Haroi? Also 500 will er für so ein Boot, da kannst du jetzt aber auch nichts sagen. Ja gut, aber das nach Hause ist ein Problem. Ja. Wenn du hier wohnst, ist was anderes, aber er ist wirklich schön. Also jetzt mal ganz ehrlich. Für 500 Baht, ne? Tolle Handarbeit. Alex!
Handarbeit, schau, 500 Baht will er für so ein Boot. Also das finde ich jetzt auch fairer Preis eigentlich, Mann. Und ist auch was Individuelles. Und man hätte jetzt noch das Video dazu praktisch, wenn das einer kauft. Für den Beweis. Ja, ja. Die Karp. Man, da hockt er ja schon ein bisschen dran, das macht er nicht in einer Stunde. Ne? Das Boot kann man hier handwerklich, das große 700-800 Baht, das 500, der Herr macht es per Hand, dauert 3 Tage, bis er sowas fertig hat. Kun Momat, der macht die Boote hier. Und wenn er hierher kommt, wollt eine echte Handarbeit, kauft bei ihm. Er sitzt da 3 Tage dran an so einem Boot. Na? I come next time. Don't worry. No. I come again next time. Mia by Leo already. My mistake. Yes. I make movie and then the people will know that you make, okay? Yes, yes. On YouTube you can see and people will know about you. What name are YouTube? Name YouTube. You will see and I put this movie for you and then people will know. Look at the real. Okay. Today look. Ja, tomorrow maybe. Two songs, someone, my new one. Okay. Okay. And I think good for tourists because individual. Kop, so, hier, er macht hier noch selber seine Netze, aber leider nicht aus Hanf, aber vielleicht kommt es ja bald wieder, weil es gab wohl mal einen thailändischen Meeresbiologen und das habe ich mir halt angeschaut, das war auch dann auf Englisch übersetzt und der sagte halt, dass man halt festgestellt hat, dass das diese Hanfnetze, wenn sie auf die Korallen gehen, keinen Schaden anrichten, die zersetzen sich halt und dass diese Plastiknetze leider Schaden anrichten. Und da habe ich mir damals so gedacht, ja warum macht man dann überhaupt noch diese Plastiknetze und geht nicht wieder auf Hanf zurück? Das haben wir ja früher auch gehabt, nur Hanf und das funktionierte ja. Frau Bla, Oxygen. Alles gut? Und ihr habt hier die Ruhe genossen. War da auch drin? Ja, habe ich gar nicht gesehen. Ist, ja. Hier wird gebaut irgendwas in Pangi. Da bauen die? Keine Ahnung, was sie da bauen. Werden wir ja sehen, wenn wir wieder mal herkommen, was da gebaut wird. Dahinter ist dieses schwimmende Stadion da. Siehst du ja die Tore, die da draufstehen, ne? Ja. Die suchen noch ein paar Ballrussen, wer Interesse hat. Das wäre doch mal was für die WM, die hier zu machen. Stadion ist da. So luftig. YouTube-Kanal und drückt auf die Glocke und dann verpasst ihr auch nicht mehr.
Super, give me five.